sind hier am Zentrum für Altersmedizin der RegioMed-Kliniken in Coburg. Und unser Ziel ist vor allem Lebensqualität für ältere Patienten und Menschen, die Vielfacherkrankungen haben, wiederzuerlangen. Das heißt, die Akutmedizin ist ein ganz wichtiger Part, die rund um die Uhr 365 Tage hier mit allen Fachrichtungen zur Verfügung steht in unserem Modell. Aber genauso ist dann die Rehabilitation ein wichtiger Anteil. Und bei der Rehabilitation haben wir hier bei uns die Möglichkeit, sowohl stationäre Rehabilitation, ambulante als auch mobile Rehabilitation durchzuführen. Das heißt sogar ganz zielgenau zu Hause im Umfeld des Patienten selber genau das zu trainieren, genau die Stufe in seinen Garten, genau, dass er seinen eigenen Kaffee wieder machen kann, sodass das funktioniert. Telefon. Schon. Telefon. Schon. Das heißt, es ist ein großes Netzwerk, das wir hier bedienen. Und wir haben hier in RegioMed das Glück, dass wir an verschiedenen Standorten diese lebensqualitätsorientierte Medizin für unsere Patienten durchführen können. Sagen, in Bayern gibt es ja die Akutgeriatrie jetzt erst seit ca. 14, 15 Jahren. In den letzten Jahren hat sie einen deutlichen Aufschwung genommen. Es ist für manche schwer zu verstehen, weil in Bayern gibt es ja schon länger den Bereich der geriatrischen Rehabilitation. Was macht die Akutgeriatrie anders? Ich kann mal versuchen, ein Beispiel zu nennen. Wenn ein junger Mensch hinfällt und bricht sich was. Er wird dann operiert und geht zu 99,9% der Fälle, geht er danach nach Hause. Auch in der gleichen Prozentzahl ist die Ursache für den Sturz bei dem jungen Patienten darin zu sehen, dass er entweder einen Unfall hatte, also äußere Einwirkung, oder vielleicht auch mal nicht aufgepasst hat. Bei älteren Menschen ist das völlig anders. Wenn ein älterer Mensch hinfällt, bricht er sich noch eher was. Und häufig ist eigentlich dieser Sturz der Anfang vom Ende. Und die Unfallchirurgen operieren diese Patienten. Und wir von der Akutgeriatrie schauen, dass wir so schnell wie möglich uns auch diesen Patienten zuwenden und versuchen, die Ursache dieser Stürze herauszubekommen, um zu vermeiden, A, dass er noch mal hinfällt und B, dass er wieder schnellstmöglich auf die Füße kommt. Also der Begriff Lebensqualität trotz Erkrankung ist, glaube ich, ein zentraler Punkt.